Der G20-Gipfel ist vorbei, die Nachwirkungen noch lange nicht. Dabei geht es weniger um die Ergebnisse des Treffens der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, denn überschattet wurde der Gipfel von einem Ausbruch an Gewalt, dem selbst gut 20.000 Polizisten nur mit Mühe Herr wurden. Klar wird nun, Deutschland hat nicht nur ein Problem mit rechten und islamistischen Gewalttätern, sondern auch mit solchen von links. Und Fragen bleiben, zum Beispiel solche, wie finanzieren sich eigentlich diese Steinewerfer, Steinschleuderstützen, Brandstifter und Plünderer? Sollte es in der Tat unter dem Label Programme gegen Recht, so wichtig diese auch sind, Finanzmittel geben, die zumindest indirekt auch den linksautonomen Berufskrawallmachern zugutekommen, so ist dies sofort zu beenden. Nach diesen Zumutungen, die die Hamburger Bürger erdulden und tausende Polizisten über sich ergehen lassen mussten, kann die Politik nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es ist ein Problem offenbar geworden, das es zu bekämpfen gilt. Nur leider wird der Bundestagswahlkampf kaum zur Versachlichung der Debatte beitragen.